Jetzt spricht Philipp Mimkes zum Thema PCB zu uns. Ich bin Philipp Mimkes von der Koordination gegen Bayer gefahren, die seit 35 Jahren mit dem Chemiekonzern Bayer befasst, dessen Zentrale ja ganz in der Nähe hier von Düsseldorf in Leverkusen sitzt. Die Werke von Bayer liegen ja wie in meinem Halbkreis rund um Düsseldorf, in Krefeld, in Leverkusen, in Dormagen, in Wuppertal. Und wir beteiligen uns heute an dem March Against Monsanto, weil Monsanto und Bayer ja eine lange gemeinsame Geschichte haben. Monsanto und Bayer hatten zum Beispiel in den 60er Jahren eine gemeinsame Tochterfirma, die Firma Mobay, Mo für Monsanto, Bay für Bayer. Und Mobay gehörte zu den Unternehmen, die das giftige Agent Orange, das Entlaubungsmittel für den Vietnamkrieg, geliefert haben. Die Bevölkerung in Vietnam leidet bekanntlich bis heute da unter den schrecklichen Folgen. Im vergangenen Jahr haben wir eine Recherche am Europäischen Patentamt gemacht. Hierfür haben wir alle 2000 Patente geprüft, die in Europa auf Pflanzen erteilt wurden. Bayer lag mit 206 Patenten auf dem ersten Platz, unter anderem auf Mais, Weizen, Reis, Soja, Baumwolle, sogar auf genmanipulierte Bäume. Monsanto lag auf Platz 4 bei diesem Ranking sozusagen. Monsanto und Bayer haben im Bereich Gentechnik ein sehr ähnliches Geschäftsmodell. Sie verkaufen genmanipuliertes Saatgut, zum Beispiel Soja, Mais oder Baumwolle, das resistent gegen ein jeweils hauseigenes Herbizid ist. Glyphosat im Fall von Monsanto, Glufosinat im Fall von Bayer. Durch den Kauf des Saatguts sind die Landwirte somit gezwungen, im Doppelpack auch das korrespondierende Pestizid zu kaufen. Der Wirkstoff von Bayer, Glufosinat, ist so giftig, also insbesondere embryonenschädigend, dass die EU das Präparat vom Markt nimmt. Dies hindert Bayer nicht, in den USA momentan eine neue Glufosinatfabrik zu bauen. Ein klassischer Fall doppelter Sicherheitsstandards, hier in Europa Verbot, in den USA Bau einer neuen Fabrik. Da immer mehr Wildpflanzen gegen Herbizide immun werden, so wie es die Umweltbewegung auch stets vorhergesagt hat, haben Bayer und Monsanto inzwischen ihre Patente ausgetauscht. Bayer bietet nun auch die Glyphosatresistenz an, die ursprünglich ja von Monsanto stammt, und umgekehrt Monsanto bietet jetzt auch die Glyphosinatresistenz von Bayer an. Das bedeutet, dass neues Soja- oder Mais-Saatgut gegen 2 oder sogar 3 Herbizide resistent ist. Die Landwirte spritzen dann einen Giftcocktail mit mehreren Wirkstoffen, um die resistenten Wildkräuter noch irgendwie Herr zu werden. Statt weniger Giftstoffe, wie es einst von der Industrie versprochen war, kommen also immer mehr Pestizide auf den Acker. Abschließend möchte ich an einen Skandal erinnern, der die öffentlichen Haushalte mit Milliardensummen belastet und tausende Menschen vergiftet hat. Das ist die Vergiftung mit polychlorierten Biphenylen, PCB. Überall im Land, überall in Deutschland gibt es öffentliche Gebäude, die mit PCB verseucht sind. Schulen, Universitäten, Kindergärten. Hier in Düsseldorf zum Beispiel gibt es eine PCB-Vergiftung an der Universität. In Bochum werden gerade die ingenieurswissenschaftlichen Gebäude abgerissen. In Köln ist das Unicenter belastet. Allein die Sanierung in Bochum kostet über 100 Millionen Euro. In Köln das Unicenter kostet 30 Millionen. Die weltweit größten PCB-Hersteller waren auf Platz 1 Monsanto und auf Platz 2 Bayer. Über Jahrzehnte hinweg kannten die Firmen die Risiken von PCB, trotzdem stellten sie den Verkauf nicht ein und heute müssen sie mit keinem einzigen Cent sich an den Sanierungskosten beteiligen. Wir haben vor 4 Wochen in der Hauptversammlung von Bayer eine Haftung des Konzerns gefordert für diese Schäden und natürlich fordern wir dies auch von Monsanto. Von daher ist der heutige March against Monsanto zugleich auch ein March against Bayer, ein March against Syngenta und ein March against BASF. Vielen Dank.